Ja. Ich glaube, ganz oft verstehen Autoren nicht, wenn sie den Charakter übernehmen von anderen Menschen, die den Charakter eigentlich erschaffen haben und kreiert haben, was die Motivation der Charaktere ist. Ich glaube, das verstehen Fans oftmals einfach besser auch. Warum der Charakter so handelt, wie er handelt. Und ich glaube auch, dass... Sind die Storyschreiber, ich will denen jetzt nichts unterstellen, aber sind die Storyschreiber von WoW so dicht in der Geschichte wie zum Beispiel ich oder andere Lore-Leutchen? Er wurde vom Volk gehasst. Warum kannst du dann nicht verstehen, dass er seine Meinung ändert? What the fuck? Weil er seine Meinung nicht geändert hat. Sein ganzer Charakter basiert darauf, dass er das Volk quasi liebt. Das sieht man immer wieder in der ganzen Staffel. Also in den ganzen Game of Thrones Büchern. Und auch in den ganzen Game of Thrones Serie. Dass er quasi nicht gegen das Volk so wirklich vorgeht. Und auf einmal tut er es? Das ist... Es gibt kein... Wenn er seine Meinung ändert, dann ist es ja in Ordnung. Es gibt Menschen, die ändern ihre Meinung. Aber es muss einen Punkt geben, an dem der Charakter... Also, wenn ich jetzt einen Charakter schreibe und den die Ideale gebe, die ich ihm gebe, und dass er quasi nur fürs Volk kämpft und dergleichen, jetzt wie Jamie, dann muss ich einen Fixpunkt in der Story einbauen, in dem ich als Zuschauer oder dass der Zuschauer bemerkt, warum der Charakter seine Meinung ändert. Ansonsten ist es nicht nachvollziehbar für den Zuschauer. Weil ich kann den nicht anders als in einem Buch, wo ich die Gedankenwelt des Charakters lese, kann ich in der Serie das meistens nicht. Es wäre auch ziemlich langweilig, die ganze Zeit einfach Gedanken zu hören und sowas. Und dann muss ich als Autor oder als Drehbuchautor oder als Serie eine Szene einbauen, damit es für den Zuschauer nachvollziehbar ist, warum der Charakter so handelt, wie er handelt. Wenn du das nicht tust, ist der Charakter unlogisch. Weil du kannst seine Gedankenwelt nicht nachvollziehen. Es muss irgendetwas geschrieben stehen, warum er seinen Charakter ändert. Und am besten im Vorhinein, nicht im Nachhinein. Weil du versuchst ja, den Charakter zu verstehen. Und wenn du den Charakter nicht verstehen kannst, ist es halt ein schlecht geschriebener Charakter. Sylvanas hat an irgendeinem Punkt ihre Meinung anscheinend vehement geändert zu allem. Und diese Szene wird Blizzard höchstwahrscheinlich in einem späteren Zeitpunkt zeigen. Aber es wirkt dann so, als würde Blizzard das nur einfügen, denn weil die Leute sich beschwert haben, dass Sylvanas auf einmal sich um 360 Grad ändert. Und das ist auch schlechtes Storytelling. Weil es wieder so wirkt, als würde Blizzard etwas einfügen, nur weil Fans es nicht mögen und weil sie es nicht verstehen. Versteht ihr, was ich meine? Es ist einfach, wenn es eine gute Geschichte ist, dann ist es echt schlecht inszeniert. Wenn es eine schlechte Geschichte ist, ist es echt schlecht inszeniert. Es geht beides um die Inszenierung. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, ich habe es vernünftig erklärt. Aber es muss ja einen Fixpunkt geben, an dem sich der Charakter geändert hat. Menschen ändern sich nicht einfach so. Es gibt einschlagende Ereignisse, warum sich Menschen ändern. Es gibt Sachen, warum Menschen tun, es gibt immer Gründe, warum Menschen Dinge tun. Es ist ja nicht so, dass die willkürlich irgendwas tun, außer du hast Demenz oder eine psychische Erkrankung. Aber es gibt immer Sachen, warum Menschen Dinge tun oder warum sie handeln, wie sie handeln. Es hat alles immer mit ihrer Biografie oder Lebenslauf zu tun, auch im echten Leben. Und so sollten Charaktere geschrieben sein. Tja. Und ich glaube auch, dass Blizzard ganz oft diese Charaktere übernimmt von anderen Autoren. Jetzt wie zum Beispiel Sylvanas. Und nicht so ganz versteht, warum die handeln, wie sie handeln. Glaubt ihr das? Also glaubt ihr, dass Blizzard ganz oft Charaktere nimmt, die sie nicht so ganz ihre Motivation verstehen und dann quasi die Geschichte aufdrücken wollen, die sie durchdrücken wollen? Glaubt ihr das? Also ich bin mir fast schon sicher, dass Blizzard das öfters mal tut. Hm.
Was zum Beispiel vielen nicht gefällt, ist die Änderung von Jaina. Jaina ist ja jetzt mit Battle for Azeroth wieder ein bisschen schon noch auf Konfrontationskurs mit der Horde, auf jeden Fall. Genauso wie Gen und Tyrande. Aber tatsächlich nicht so mehr. Und das ist nachvollziehbar. Ich finde es nicht besonders gut, muss ich auch sagen, aber es ist nachvollziehbar. Diese Geschichte um Jaina, wo sie in Torghast war und quasi alles wieder durchlebt, dass ihre Mutter quasi dann wieder für sie da ist und sowas, das war nachvollziehbar geschrieben, dass Jaina so ein bisschen gefestigt wieder ist. Wisst ihr, was ich meine? Das macht Sinn, warum die gute Jaina jetzt so handelt, wie sie handelt und jetzt ein bisschen wieder nicht mehr so krass auf Konfrontationskurs ist. Stimmt ihr mir dazu oder stimmt ihr mir da nicht zu? Es war furchtbar. Der Dämon. Ich würde gerne mal so einen Kurs belegen, wie man Geschichten gut schreibt und was eine gute Geschichte ausmacht. Ich finde das super interessant. Auch wie man sowas wirklich vernünftig schreibt. Ich würde nie was schreiben, nicht so wirklich, weil ich bin da einfach nicht so. Aber es würde mich auf jeden Fall interessieren, finde ich. Ich würde es schon geil finden, ne? Schon geil würde ich das finden. Kennt ihr diese Typen auf YouTube, die so Charisma-Kurse und was anbieten? Wie ist man charismatisch? Und ich finde die immer so furchtbar uncharismatisch, so unglaublich unangenehm, diese Menschen. Hallo? Mögen eure Reisen sicher sein. Das Licht sei mit euch. Für die Allianz. Der Hexenflug. Ist doch so eine Pflanze, wa? Die ich sammeln muss. Ja, Kräuterkunde. Sammeln Sie Hexenfluch, ich sammle Hexenfluch. Let's go. Das heißt Hexenfluch. Hexenfluch. Ihr bist ein Hexenfluch. Da sind die Spinnen. Ich hoffe ja, dass wir auf Stufe 120 kommen. Mit unserem guten Iron Man Challenge. Weil ich darauf nachgehe, weiterzuspielen. Ich frage mich, wann wir sterben natürlich. Und ich frage mich, wann der Pre-Patch to Shadowlands kommt, in dem dann höchstwahrscheinlich der Level Switch ist. Wo wir dann auf Stufe 60 sind. Wenn ich jetzt quasi Stufe 43 bin und sagen wir, wenn der Pre-Patch rauskommt, bin ich so, wenn es alles gut läuft, Stufe 70? Sagen wir das mal einfach mal. Dann frage ich mich, welche Stufe ich dann bin. Nee. Ich darf keine Gilde beitreten, mein Freund. Ich mache die Iron Man Challenge. Ich hab mir wieder bei Blizzard gemeckert. Schon wieder eins. Tschüss! Schönen Tag noch. Lass es mir wohl. Früher waren hier überall Bulldogs gewesen. In Classic. Kann mich noch dran erinnern. Weil hier genau, glaube ich, habe ich den letzten Part meiner WoW Classic Tagebuch aufgenommen. Da waren überall Moloks. Moloks, dreckige Moloks.
So, heilen wir mal schnell noch mal. Fettes Vieh. Warum seid ihr hergekommen, Außenseite? Ihr werdet nur Schmerzen finden. Das Schicksal wird das eure sein. Glaube nicht. So, funktioniert. Denn ich will sterben. Der Biedenhändler. Echt nice aus, ne? Diese ganzen Schwerter von Blizzard, die natürlich alle auch echt geil aussehen, die so richtig viele Verzierungen haben und sowas. Die sind schon alle echt geil. Aber ich finde dieses Minimalistische von WoW Classic, also diese grauen und weißen Items und sowas, die ich jetzt hier zum Beispiel anhabe, die sehen irgendwie schon vernünftiger aus. So könnte eine richtige Rüstung aussehen. Ich weiß nicht, mit so ganz vielen Verzierungen und sowas, das sind ja Zierrüstungen. Ich glaube nicht, dass man damit kämpfen kann, wirklich. Und ich finde schon ganz geil, dass wir dann so aussehen. Stunnen. So, wir springen mal zurück. Am Ende kommt nämlich ein relativ starker Boss. Ich weiß nicht, wie stark der jetzt hier in der Iron Challenge ist. Das ist so ein Dämon, von dem die hier alle sprechen. Ein sogenannter Gargoyle. Hier ist wahrscheinlich einer der untoten Geiseln. Als die untote Geisel hier versucht hat, den Berg Hyjal da oben. Sehe ich den von hier aus? Den Berg Hyjal zu vernichten. Dort ist er wahrscheinlich hier geblieben. Hat sich hier dann versteckt. Damit er nicht ausgerottet wird von der Ordo-Allianz. Und jetzt steht er uns gegenüber. Und seinem Schicksal. Ich frage mich, wen besiegen werden. Es ist zu spät für ihr allen. Das ist schon zu lange an diesem Ort. Bisschen Blair Witch-mäßig, ne? Seid gegrüßt. Okay, jetzt müssen wir das Böse besiegen. Freund. Ich hoffe, das schaffen wir. Und ich bin jetzt nicht zwei, weil er das auch gemacht hat. Ich hab ein bisschen Angst. Dieses Land gehört mir. Kann der untote Magier vielleicht da mitkämpfen? Dein Gegner, du. Die besonders stark ist der nicht, ne? Da sind die Schildkröten stärker. Oh. Dude. Hexenhübel ist gesäubert, Meister. Das Licht segnet euch. Kann es sein, dass die Iron Man Challenge grundsätzlich schwerer geworden ist? Also jetzt gerade nicht, weil ich echt gut durchkomme. Aber weil es weniger graue und weiße Items gibt? Ich muss ja alles, was ich wirklich hier habe, vom Händler kaufen. Weil es halt einfach keine vernünftigen anderen grauen oder weißen Items mehr gibt. Ist eigentlich komisch, oder? Spielt sie auch Hunter? Dirk. Ja. Ich würde sagen, wir gehen einmal kurz zurück hierhin. Der Ork-Bericht in die Düstermarschen. Also nach Terramorn. Und werden dort einmal ganz kurz die Dings abgeben. Meine Items. Die Quests. Und machen dann einmal kurze Pause.
weil ich kurz was trinken, was essen möchte und mal Pipi machen müsste. Das würde dann so 5 bis 10 Minuten gehen. Geschichte von Sumpfauge. Die Familie Hyal. Mount Hyal? Oder etwas anderes? Hallo. Auf dann. Hopp, Mann, Mumm. Gut. Der Narras ist online. Mensch. So. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis denn.